So, ja, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Test. Jetzt auch mit aktiven Kopfhörern. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich In-Game-Sound. Nö. Wait. Warum nicht? Muss mal ganz kurz hier. Geh's mal raus. Ich mache mal kurz mein altes Video an. So. Ja, funktioniert doch. Herzlich willkommen zurück. Ja, es wird auch aufgenommen von OBS. Warum wird denn das Fenster nicht mehr? Oder habe ich es stumm geschalten? Ne, jetzt ist es stumm geschalten. Jetzt ist es nicht mehr stumm geschalten. Aber warum hört man denn nichts? Tonlautstärke. Ist an. Mal wieder Vollbild hier. Ah. Stumm ist raus und der Balken ist auf die Hälfte. Standard. Aber man hört nichts. Also weder ich höre was, noch ihr hört was. Und hier unten, das Lautsprechersymbol ist auch aktiv, also ist auch nicht stumm geschalten. Ne? Weil ich kann ja auch ein Fenster an sich stumm schalten, dann sieht es halt so hier aus. Ne? Jetzt ist stumm geschalten. Mit diesem roten Strich durch. Aber ist ja nicht. Ich guck mal kurz, den Pegel ist auch auf 100%. Warum hört man denn nichts? Wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz auf einen von meinen Servern. Vielleicht hat einfach nur der Server keinen Sound. I don't know. Wir gehen mal auf den Creative Server als Volker. Mal gucken, ob ich da Sound habe. Wenn ja, liegt es am Server, dass da kein Sound ist. Ne, auch hier habe ich keinen Sound. Was ist denn mit meinem Test los? Wartet mal kurz. Audio. Anwendungen. Warum gibt es denn auf die Sound irgendwas auf meine Kopfhörer? Da ist immer noch nichts. Ich verstehe gerade diese Welt nicht. Mein Test versucht immer wieder den Sound über meine Audioanlage wiederzugeben, statt über die Kopfhörer. Mal kurz, ich beende mal kurz meinen Test. Ungefähr so. Debugging Session hier. So, das heißt, da hat man jetzt nochmal mein Test. So. Jetzt ist er bei den Kopfhörer. Na, geht doch. Dann gehen wir jetzt nochmal an. Und wir haben jetzt immer noch kein Audio. Das ist ja verrückt. Da wirst du begaggert. In die Schädel. Nee, immer noch kein Audio. Oh doch, da fährt gerade Audio. Ah, der Beton hat einfach nur kein Audio. Der Beton hat einfach nur keinen Sound. Ja, okay, hier hat man nämlich Sound. Ja, okay, wow. Hat der Beton nicht auch immer Audio? Also hier dieser komische Teer. Gut, das heißt, wir wissen, dass Audio jetzt funktioniert. Ich mache mal kurz auf meine Kopfhörer ein bisschen lauter. Ich glaube, ich habe immer 50. So, und dann gehen wir jetzt wieder hier in Wunderwelten rein. So, da habe ich das andere. Halt. Ungefähr so. Und wehe, es ist kein Audio da. Dann gibt es aber Achterbahn. Dann mache er hin. Ja. Ja, so ein bisschen.
Regel und Strecklinie. Mann, ich dachte schon, mein Creative Server ist völlig überladen, was Mods angeht. Aber das Ding braucht ja fast. Ja, wir haben Audio. Oh mein Gott. So, gut, dann gehe ich mal auf meinen. So, meint das? Jetzt haben wir wieder 60 FPS. Sehr geil. Das sind aber nicht die Original-Audiodateien. Oh mein Gott. Ich weiß schon, warum ich privat ohne Audio spiele. Mittlerweile sogar fast alle Spiele. Wobei, das stimmt gar nicht, wenn ich Doom spiele. Also Doom spiele ich noch mit Audio. Aber so alle anderen Spiele, die ich privat spiele, spiele ich mittlerweile alle immer komplett stumm. Weil mir Geräusche mittlerweile einfach nur noch auf den Sack gehen. So, wir haben unser Auto. Mit dem werden wir jetzt mal ganz kurz hier rumcruisen. Achso, kann ich ja nicht platzieren, weil protected. Guck mal, hier hinten sind ganz viele Apfelbäume. Das sieht doch ultra geil aus. Da hinten im Dschungel habe ich gar keinen Bock drauf. Hier hinten sind diese hässlichen Mortwies-Bäume, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und da hinten sieht schon bebaut aus. Gehe ich da richtig der Annahme, dass das die Annahme ist? Ja, da hinten ist bereits bebaut. Aber hier ist alles unprotected. Ey, oh, geh mir aus dem Weg, du Penner. Oh, das ist eine Autobahnbrücke. Tunnel. Sporenberg 30 Kilometer, Paris 30 Kilometer, Oldsburg 35 Kilometer. Siehst du, das ist doch mal eine Infrastruktur. Richtig schöne Straße mit Beschilderung und allem drum und dran. Ja, leck's mal an, der Dash. Wow, wow, da kann man runterfallen. Gut, machen wir mal lieber nicht. Ah, da hinten ist sogar ein Kran. Diese Kräne sind ja die, ich weiß gar nicht, ich glaube schon gesagt. Wenn man diesen Kran aufstellt, dann kann man in dem Bereich von dem Kran fliegen. Ich weiß gar nicht, ob das für alle Player in dem Moment gilt oder nur für den, der den Kran aufgestellt hat. Können wir mal ganz kurz hier gucken. Ah, kein Fly-Privileg. Wenn ich den jetzt hier einschalte. Geht gar nicht. Ah, vielleicht kann ich den gar nicht einschalten. Ah. Besitzer ist Empty Visitor, ja, also kann wahrscheinlich auch nur derjenige das Ding einschalten. Schade. Naja. Eines Tages werden wir uns auch einen Kran bauen. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber vielleicht auch nicht im nächsten Leben. I don't know. So, wir gehen mal hier in die Richtung, wobei ich sehe da hinten. Schade, ich dachte, die Straße geht weiter. Weil das ist eher das Gebiet, was mir vorschwebt. Oh. Aha. Aha. Da hat doch wer geschummelt. Guck mal, hinten führt ein Bahngleis lang. Was ist das für ein Geräusch? So, was ist... Ach du Kacke. Ui. Wie cool. Leider kann ich damit einfach nicht fliegen. Nee, geht nicht. Der ist schon wieder dieser Player innen. Von dem Spiel, der mit deren Namen mir immer noch nicht einfällt. Egal. So. Hier ist schön, hier möchte ich bauen. Hier ist gar nicht eine Brücke. Cool. Wo war jetzt dieser Spawn-Bereich? Der Spawn-Bereich müsste da vorne gewesen sein.
Ich guck mal, wo dieser Weg hier lang geht. Die Geräusche gehen aber schon hart auf den Sack, oder? Die passen teilweise gar nicht. Habe ich zumindest das Gefühl. Wo war denn jetzt hier der Spawn? Da vorne ist der Spawn, genau. Gibt es denn von hier aus irgendeinen Weg da hinten hin? Nö. Hier auf der Fläche werde ich... Gut, da ist auch ein Haus. Egal. Hier auf der Fläche werden wir bauen. So, hier ist auch eine schöne tiefe Tiefgedingsbums da. Wobei, vielleicht sollten wir eher hier so bauen am Wasser. Nee, macht keinen Sinn. Wir bauen hier und haben da einen kleinen Weg oder sowas. So. Das heißt, zuallererst brauchen wir mal ganz kurz ein bisschen Eisen haben wir. Beziehungsweise wir haben sogar schon eine Axt. Denn wir brauchen erstmal arsch viel Holz. Die schönen Kirschblütenbäume. Kirschblütenbäume. Kirschbäume. Dammit. Verfluchte Scheiße. Mit der Power von Blätterus gehe ich in den Bereich rein. Wusa. Und hau mal hier das Holz weg. Das. Da irgendwo Holz? Da. Halt! Aua! Ah! Da. Dankeschön! So müsste alles gewesen sein. Ich sehe zumindest kein Holz mehr. Es wird doch krass wieder Tag, wobei ich sehe gerade die Blätter, die spawnen gar nicht. Weil da noch Holz ist. Da ist auch noch Holz. Ach du Scheiße. Ach Kacke. Da ist auch noch Holz. Wie abfuckt. Wo war jetzt so? Hier war immer Holz. Und hier hinten war Holz. Ach, leck mich doch. Aha. So, das müsste jetzt alles gewesen sein. Ah, und die Blätter, die spawnen. Ja, jawohl, ja. So muss das sein. Das heißt, hinten haben wir gerade nicht irgendwo noch Holz übersehen. Ja, da hinten, guck mal. Da lacht uns das Ding sogar direkt an hier. Ah, scheiße. Ah, kacke. Ah, Mist. Ja klar, die spawnen hier die Blätter. Du willst wieder verarschen jetzt hier gerade. So. Kannst du diesmal, was du möchtest. Dein Arsch gehört mir. Da ist auch noch. Ach, leck mich doch. So. Easy. Direkt die ganzen Blätter. Cool. Aber wenn auch die Blätter die spawnen, die man selber hinsetzt, dann heißt es ja, dass wir rein theoretisch doch einfach das hier hinsetzen können und die da oben raufsetzen können. Dann haben wir auch noch mehr Bananenbaum-Saplings. Oh. Die auch. Ja, die auch die spawnen. Lol. Ey, wer macht hier Geräusche? Ich schaue euch gleich alle. So, was ist hier los? Hier die spawnen immer noch nicht komplett. Ist immer noch Holz drin? Ja, da ist Holz. Ach, scheiße. Alter, ist das für Holz. Da musst du so scheiße aufpassen hier.
Wo ist ein anderer Baum? Das, ah, okay, der andere Baum ist fast weg. Hier ist ein Ei. Oh nein, Ei ist gerade despawned. Nein! Oh, Schweinerei. So, dann haben wir schon mal ein bisschen, Holz. Dann mache ich ja hier mal hier den ganzen Gras weg. Und was auch immer das hier für ein Zeug ist. Savanne. Wir wollen, dass hier auch eine Savanne ist. Ja, ist klar. Bin ich voll? Oh, ich bin voll. Verdammt. Ja, ganz ehrlich hier. Weg damit. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen serious hier spielen, ja. Wir brauchen ganz, ganz schnell dringendst eine Kiste. Damit wir ein bisschen Scheiße abladen können hier. Die Geräusche gehen so überhaupt gar nicht, Alter. Das ist ja schlimm, ist das ja. Ey. Was hier los ist, aber. Schlimmer als die Discord-Geräusche. So, das war schon mal eine kleine Fläche. Hier stellen wir jetzt einfach mal erstmal so 2, 3, 5 Kisten auf. Gib mir mal 40. Oh, hier gibt es sogar diese Plus-Mod. Sehr schnieke. Ja, komm, gib mir mal alle. Tatsächlich nehmen wir da mal 4. So. Jetzt die Preisfrage. Gibt es hier Large Chat? Nein, gibt es nicht. Schade. Ne. Also sonst ist es für einzelne Kisten. Na gut, geht auch. So, hier machen wir alles rein, was Landwirtschaft ist. Also diese ganzen Gewächskacken, Dreck, Dings, Arsch. Hier alles, was so Edelsachen sind. Hier so Baumatzkacke. Und hier alles andere, wie zum Beispiel der Scheiß. So. Wobei, die können wir auch gleich aufstellen. Die wichtigste Frage am Anfang, vor allen Dingen erstmal hier Fackeln, damit es ein bisschen heller ist. Kann man hier sich eine Area claimen? Wenn ja, sollte man nämlich das direkt als nächstes mal machen. Ey, ist ja gut. Aua. Ach so, ist sie. Ist Feuer. Da gerade ich bin da verhungern. Oh, eine schöne in die Mitte hier. Bam, easy. So. Schöpfe haben wir ja. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen nach. Beziehungsweise, wir können hier das Wasser benutzen. Wobei das wahrscheinlich zu groß ist. Area. Position. Position 1. Okay. Achso, wir brauchen ja auch noch. Wir müssen das so viel hochbauen. Wir haben gar keine Erde oder sowas, ne? Wir haben nur Holz. Gut, ich baue mal hier oben ein bisschen Erde ab. Wir sollten uns vielleicht auch mal unser Homepunkt setzen, ne? Oh, guck mal, hier ist das Ding.
Gut, gleich wollen wir auch noch krepieren. Wobei, wir haben ja, wir haben noch Äpfel. Never mind. Ach, wir haben sogar dabei. Never mind. Komm, dich. Erstmal hier ein paar Äpfel essen. So, du kommst noch da. So, und jetzt mit dem frisch erworbenen, mit der frisch erworbenen Erde werden wir mal tatsächlich einfach mal hier so hingehen und hoffen, dass wir eine entsprechend große Area aufziehen können. Ungefähr so. Das sollte reichen. Area Position 2. Protect. Home. Gebiet ist zu groß. Das habe ich mir fast, das habe ich fast befürchtet. Das heißt, wir müssen das Ganze doch ein bisschen kleiner fassen, den Rahmen. Machen wir einfach mal hier so. Gucken mal, ob das vielleicht sogar schon funktioniert. Ah, ist schon mal noch zu groß, verdammt. Ich hätte schon gerne noch ein bisschen was von dem Wassergebiet. Damit wir uns dann auch später auch noch einen Hafen bauen können oder sowas. Aber scheinbar wird uns das wohl nicht vergönnt sein. Dann müssen wir das wohl als Freigebiete machen. Na gut, ich würde mal sagen, ja, machen wir hier so. Am besten, ich würde dann hier am besten auch gleich so einen Brunnen nach unten bauen. Vielleicht gar nicht mal so dumm. Was aber dumm ist, dass ich habe gar keine Spitzhacke dabei. Das ist eher dumm. Spitzhacke, komm mal her. Weil ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen nach unten bauen, noch ein bisschen mehr von diesem, dem Zeug hier haben, dieses, Alien-Gedings. Das Zeug baut so schnell ab, holy shit. Wir bräuchten eigentlich auch mal ein paar Leitern, ne? Sonst komme ich hier gar nicht mehr raus. Wobei, Holz haben wir dabei. Haben wir nicht dabei. Warum nicht? Das ist doch nie wahr. Nee, das schöne Holz lassen wir lieber da. Von dem Kirschholz haben wir hier im Meer in der Nähe. Von daher alles. So, dann machen wir mal, nee, nicht alles, aber so ungefähr. Wobei, gib mal, mach mal zwei. So. Und dann brauchen wir die Sima-Form. Das bist du. Und du kommst noch da, du kommst noch da. Aber ein paar Leitern. 95 fürs zum ersten und 40 zum zweiten. Easy. Das sollte doch passen. So. Ich würde mal sagen, wir machen mal da die Erde erstmal wieder hin. Und die Leitern packen wir auch in die Richtung. Was hast denn? Craft. Walker unlocked in a ward. Crafter of Sticks. Süß. Was ist das für ein Zeug? Emerald Crystal. Mhm. Oh, da leuchtet was. Achso, es war wieder unser Blick hier. Dieses vorausleuchtende. Wir müssen natürlich achten, dadurch, dass wir so schnell sind. Scheiße, ich kann gar nicht mehr. In welche Richtung wollen die Leitern? Sind da die Leitern? Ich sehe es gar nicht. Na verdammt. Ich glaube in die Richtung. Achso. Einfach gedrückt halten geht ja nicht. Leider. Ah, sogar richtig. Nice. So. Oh.
Eine erste größere Unterseehöhle. Aus Sand. What the fuck, dude? Was ist denn hier los? Wow. Okay. Interessant. Ich kleide die erstmal mit Leitern aus, wobei das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil genau darunter. Wobei doch funktioniert. Ist sogar relativ gut. Nein. Wow. Das hätte gerade böse enden können. Die Frage ist sowieso, wie ich stand ein bisschen runter. Ich habe 65 Leitern. Gut, dann machen wir es auf dem harten Weg. Einmal da, 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 einmal da. Wo geht das Ding lang? Alter. Das Ding, da müssen wir unten bündig sein. Müssen also noch ein Stück runter. Bist du hier rein zufällig? Nee, du bist genau hier. Okay. Oh, 24 plus. Das wird nicht reichen. Egal, auf Schönheit kommt es nicht an. Na, da hab ich noch was. Achso, wir sind eigentlich, wir haben hier 99 Luftballons. Problem ist nur, wir müssen ja wieder hoch. Oh, What? Was war das denn für ein Geräusch? Das war schon ein bisschen abstrakt. Ah, siehst du, stimmt, wir wollten ja hier auch noch protecten eigentlich, ne? Nicht vergessen hier. Das heißt, wir brauchen. Was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben Spawn Punkt 1 gemacht, ne? Ne, Spawn Punkt 2. Wir müssen also jetzt die 1 machen. So. Und jetzt Protect Home. Ja! Unser Home ist gehomed. Haha. Ab jetzt gehört dieses Gebiet uns. Yay. Deswegen hat es ab und zu so gestockert. Ich hatte unbegrenzte Sicht aktiviert. Ah, super. So. Oh. So, wir gehen mal wieder den vorsichtigen Weg runter. Sagt er und stoppt direkt wieder. So, und jetzt müssen wir hier einfach nur Leitern ranpappen. Ist ja gut, ich weiß, dass ich da gestorben bin. Geh nicht auf den Sack, du, sag du. Haben wir hier schon irgendwelches? Ich weiß gar nicht, ab welcher Tiefe dieses Alien-Ohr kommt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, bevor ihr jetzt anfangt zu fragen, ob ich auf meinem Creator-Server oder auf allen meinen Servern auch dieses Aliens-Ohrzeug mache. Nein. Weil ich finde es geil. Weil es halt so kacke OP ist. Aber erstens ist genau dieses OP-Sein ein Hauptgrund, weswegen ich das nicht auf meinen Servern hinzufügen werde. Und zum anderen, ein Großteil der Map ist bereits erforscht. So, das heißt, damit man dieses Alien-Ohr findet, muss man wieder zu unbekannten Orten gehen, die noch nicht entdeckt wurden. Und da dann anfangen zu graben. Und dementsprechend werden die Spieler, die so auf meinem Server rumspielen, kaum Freude daran haben, sowas zu suchen. Weil die meisten Gebiete sind halt schon erforscht. Das heißt, die Gebiete, wo sie suchen würden, da haben auch schon andere früher nach anderen Sachen gesucht. Ergo sind die schon erforscht. Warte mal kurz. Achso, ja genau, die hier müssen noch weg. Aber wie gesagt, vor allen Dingen allein aus dem Grund, dass es halt so OP ist. Ich meine, guck mal an, wie schnell das Zeug ist. Also bitte. Oh, das war gerade dumm. Niemals nach unten bauen. Erste Regel. Alter, wie viel von diesen Emeralds gibt's denn hier bitte? Das ist ja abartig. Hä, was ist das denn für ein Zeug? So, wir sollten mal langsam wieder neue Leitern bauen. Halt, ich wollte noch um.
Also von diesem grünen Emerald-Zeug gibt es ja echt massig. Oh, okay. Aua. Ich dachte schon, ich sterbe. Ja, dann würde ich mal sagen, nächste Folge erstmal ein bisschen Inventar ausräumen und dann sehen wir dann weiter, wenn es dann weiter war. Bis dann.